Sandballsports. Ich begrüße euch hier im Hexenkessel. Bei mir zu Gast ein Neuzugang von unseren Damen, Carina Schmidt. Hallo Carina. Du kommst von der HSG Deizisau Denkendorf zu uns. Wie gefällt es dir bisher so? Also mir gefällt es bisher sehr gut. Und mit der Mannschaft macht es auch das Training viel Spaß. Also bisher nur positive Erfahrungen gesammelt. Du bist eine von den zwei neuen Torhüterinnen. Wie sieht denn dein Torhüterspiel aus? Bist du eher hinten auf der Linie oder eher die aktive Torhüterin? Also ich bin eher die aktivere Torhüterin, weil durch meine Größe muss ich halt viel mehr ausgleichen. Durch, keine Ahnung, rauskommen und sowas. Quasi auch den Winkel verkleinern dann auch immer wieder mal. Wo siehst du selber deine Stärken und deine Schwächen, ohne den Gegnern jetzt hier zu viel zu verraten? Ja, also wie man sieht, bin ich nicht die Größte. Und vielleicht die Stärke ist dann Sprungkraft, dass ich vielleicht dadurch, dass ich so klein bin, das wieder ausgleichen kann. Damit kann man auch gut dann die Schwächen kompensieren. Deine Ziele für die kommende Saison, was hast du dir selber persönlich vorgenommen und mit der Mannschaft? Also ich habe ehrlich gesagt über meine Ziele noch nicht so wirklich nachgedacht, aber ich möchte halt jedes Spiel so gut spielen, wie es geht und halt alles geben. Das hören wir immer gern, wenn unsere Spielerinnen alles geben wollen. Kommen wir zu was ganz anderem. Spitznamen, Skandale, gibt es irgendwas aus der Vergangenheit, das wir wissen sollten? Es kommt sowieso raus, also... Also zu Skandalen fällt mir bisher nichts ein, aber Spitznamen habe ich, also Perry, aber das kommt nicht von hier, das ist noch von der Realschule. Okay. Das heißt, die Skandale müssen wir also erst noch produzieren, das kommt noch. Dann sage ich Dankeschön, Carina Schmidt, und vielen Dank fürs Zuhören. Danke.